Hallo Löwenrudel, es ist mal wieder Zeit für ein neues Railroads Online Video, denn es gibt endlich News zu dem neuen Mega Spline Update, was sie geplant haben. In den letzten Wochen war ja doch recht Funkstille, aber da heißt einer der Mitentwickler, bzw. Mitschaffenden an dem Spiel Railroads Online, war vor kurzem online und hat ein kleines Preview gezeigt zu dem, was uns beim nächsten Update so erwarten wird. Und davon habe ich ein paar Ausschnitte für euch aufgenommen und werde euch die in diesem Video präsentieren. Als allererstes fangen wir dabei mit der Betsy an, denn die hat ein kleines Sound-Update bekommen, und zwar wenn sie anfährt, da gibt es einen neuen Sound, aber der ist auch schon nicht final. Es gibt mittlerweile schon wieder eine neue Version, die konnte uns leider nicht zeigen. Aber das, was man jetzt schon hört, klingt schon ziemlich nice. Und der andere Sound, wenn sie schneller wird, wenn sie richtig abgeht, das ist noch der alte Sound. Also nicht wundern, aber trotzdem schon mal sehr nice. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal kurz an. Ich habe da ein paar Ausschnitte für euch vorbereitet. Betsy does look a lot nicer with the headlight. It's not a bad idea. Ja, mit der Stirnlampe schaut es wirklich nicht schlecht aus. Und ihr habt es auch gerade gehört, der andere Sound ist noch nicht fertig, teilweise noch der, den wir halt kennen. Der wird überarbeitet und auch der neue Sound wird überarbeitet. Also da freuen wir uns schon auf das neue Update. Und vor allem bei den großen Lokomotiven, wenn da entsprechender Sound auch angepasst wird. Das macht halt natürlich das Fahren noch viel, viel geiler, wenn wir dann authentischen Sound haben. Eine Sache sei noch zum Sound gesagt. Momentan ist das Soundgeräusch und auch die Rauchentwicklung abhängig davon, wie schnell sich die Räder drehen. Das soll geändert werden, und zwar, dass es je nach Reglereinstellung ist und wie sich dann die Lok verhält. Also auch das vom Behavior ist noch nicht final. Kommt dann in Zukunft, dass es dann ja realistischer ist. Als nächstes kommen wir zum Thema Weichen. Wie ihr alle wisst, haben wir ja in Railroads Online nur einen Typ von Weiche. Also beziehungsweise zwei, einmal nach links, nach rechts, aber halt mit den gleichen Winkeln. Das soll sich in Zukunft ändern, denn die Weichen können jetzt dynamisch gemacht werden. Zumindest ist das der Plan. Sprich, die Winkel sind genau so, wie man sie halt dann braucht. Das hat er zumindest im Stream gesagt, und er hat auf seiner Teststrecke auch zwei unterschiedliche Weichen platziert. Hier auch mal ein kleines Foto als Vergleich, wie die zwei aussehen. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn das so umgesetzt wird, dass wir endlich Weichen haben, die man sich individuell anpassen kann, je nach Situation. Das wäre super. Klar wäre es natürlich auch toll, wenn man auch symmetrische Weichen hat, gerade für Schönbau als Option, aber mal schauen, ob das dann kommt. Und was noch mit dabei ist, zumindest ist es jetzt ein Feedback. Ja, es ist nicht wirklich ein Feature, es ist eher dem Testing geschuldet. Wir haben Sprungweichen aktuell, sprich man kann die Weiche von falsch auffahren, wenn sie falsch gelegt ist. Er hat gesagt, das ist halt durch das Testing jetzt geschuldet, und er weiß nicht, ob das drin bleibt für das zukünftige Update, was dann kommen wird. Könnte also wieder wegkommen. Also ich hoffe, sie lassen das drin, das wäre super, und ich weiß, man sollte es im eigentlichen Eisenbahnbetrieb nicht machen, aber es ist trotzdem praktisch und ich denke, viele würden sich das wünschen. Ich denke mal, es ist nicht notwendig zu sagen, dass optisch die Weiche natürlich noch angepasst wird. Die hat auch noch keine Animation, also klar, der Leveler, der bewegt sich schon, aber ansonsten hat man keine Animation und es sieht noch ein bisschen plain aus. Das soll dann prozentual generiert werden, kommt noch, aber einfach mal nur funktional. Hier mal auf der Karte, damit ihr seht, dass die funktioniert und dass man sie auffahren kann.
Also nächstes gibt es News zum Thema Multiplayer. Ihr alle kennt es garantiert, wenn ihr nicht selber der Host seid, sondern als Client auf einen anderen Server raufgeht und derjenige, also der Host, Performance-Probleme hat und oder ein schlechtes Internet hat, dann ist das Spektakel, was man in Railroads Online so sieht, ziemlich amüsant, aber halt nicht wirklich spielbar. Das fängt mit Lags an, dass zum Beispiel der Zug nach vorne geht und wieder nach hinten, dass die Position zurückgesetzt wird und dass natürlich die Wagen die allerkomischsten Sachen machen, wie auch gerade eben zu sehen. Kann ziemlich witzig sein, aber natürlich nervig, wenn man ernsthaft spielen will und die Performance im Host geht natürlich runter, je mehr Clients drauf sind. Ja, das ist kein neues Thema. Er hat gemeint, das wurde überarbeitet und in dem aktuellen Bild, wo sie gerade sind, haben sie überhaupt keine Probleme. Es läuft super smooth. Die Aussage finde ich ein bisschen gewagt, denn wenn sie das alles auf dieser Testmap getestet haben, die man hier momentan sieht bei ihm im Stream, wo keine Bäume sind, de facto keine Strecke, sondern das kleine Ding und ein paar Leute da sind, dann glaube ich ihm das, dass das da wunderbar funktioniert. Ich weiß aber nicht, wie das dann aussieht, wenn man dann eine Map hat, die halt voll zugepflastert ist, wie zum Beispiel meine, und man dann da spielt mit mehreren Leuten. Also das sei mit Vorsicht zu genießen, dieses Kommentar, dass es in Zukunft dann im neuen Bild keine Multiplayer-Probleme in der Hinsicht gibt, wie wir es jetzt kennen. Hat er zumindest erwähnt, ich dachte, ich sag's euch, wir werden es dann sehen, wenn das Update dann rauskommt. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem neuen Spline-System, was ja dann jetzt kommen wird mit dem neuen Beta-Update. Es ist so, dass man jetzt die Schienen komplett neu verlegen kann wird, und zwar in Segmenten, die bis zu 500 Meter lang sind und die werden dynamisch generiert. Hier seht ihr das gerade, hier ist der Anfang und das Segment ist 500 Meter lang bis zur nächsten Kurve und das ist ein Segment. Die ganzen Balken dazwischen, die werden prozedural generiert und die sind auch immer wieder unterschiedlich. Das ist jetzt hier das andere Ende und das gibt noch ein bisschen optischen Flair. In der Kurve ist alles noch recht gleich. Es ist jetzt nur auf der Geraden, dass das dynamisch ausschaut. Und er hat gesagt, man kann die Schienen inklusive dem Fundament bzw. dem Gleisbett bauen. Es soll aber die Option geben, dass man das nach wie vor separat verlegen kann. Und da sieht man es jetzt nochmal, wie die Balken unterschiedlich aussehen. Finde ich ein ganz cooles Update, sieht auch optisch ganz cool aus und ich hoffe, das gibt den Performance Boost, den sie haben wollen. Und natürlich, dass man spannende Strecken bauen kann, in Kombi natürlich auch mit den Weichen, die ja auch schon auf das neue System bauen. Punkt ist der, sie müssen die bestehenden Modelle komplett neu importieren für das neue System. Sie haben aktuell nur die Porter importiert und die auch nur teilweise. Man sieht es ab und zu in den Videos, dass die noch nicht fertig ist. Und sie müssen jetzt erstmal die ganzen anderen Lokomotiven importieren und auch die anderen Wagen, damit das funktioniert. Und wenn das dann mal gemacht ist, dann werden sie das auf dem Beta-Branch veröffentlichen. Und damit kommen wir auch schon zu dem Punkt, wie lange das noch dauern wird, bis wir das Update sehen werden bei uns. Er meint, mehrere Wochen wird es noch dauern. Also so 5-6 Wochen könnte es schon mal gut dauern, bis sie das soweit fertig haben, dass es spielbar ist mit dem neuen System und wie wir testen können. Er konnte ja auch noch nicht mal das Baumenü zeigen. Das ist de facto noch nicht existent mit dem neuen System. Das alte konnte er nach wie vor platzieren, aber halt nicht mit dem neuen Spline-System. Also ihr seht, das ist super early stage. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht offiziell jetzt kommen ist, also als wir Announcer, dass sie jetzt an dem arbeiten, dass es die Punkte sind, sondern es gab einfach gar nichts, sondern nur halt den Stream und auch nur deswegen, weil er gefragt hat, dass er es machen kann. Und ja, an meiner Stelle, für mich, ich werde erstmal nicht Raid Wars Online spielen, sondern nur im Kleinen, ich werde auch mal einen großen Stream machen, wenn dann nur so Updates, wie das Video. Denn es ist halt, wenn man es halt groß spielt, nicht wirklich spielbar, finde ich. Und es gibt noch so viele Sachen, die einfach ärgerlich sind. Daher freue ich mich schon auf das neue Update, die verspreche ich mir sehr viel davon. Und dann, glaube ich, werde ich noch einmal anfangen. Das ist dann so ein Punkt bezüglich dem Safe Game. Sie schauen, dass es Safe Game kompatibel ist mit dem, was man jetzt baut. Es kann aber sein, dass man einmal alles komplett neu machen muss mit dem neuen Spline-System. Ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich meine, es ist Early Access und klar, viele haben mehrere hundert Stunden, so wie ich, mit über 300 Stunden in die Karte investiert.
Aber wenn es noch besser läuft und man kann kreativer bauen, warum denn auch nicht? Es ist nicht fein. Ja, das soweit zum Update-Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und war für euch informativ. Wir sehen uns zum nächsten Mal zu einem neuen Abenteuer. Sei es jetzt Mass Effect, Trinity World, TS 2020 oder was auch immer. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bei diesem Video lasst doch einen Kommentar da, wie eure Meinungen so sind. Und wenn ihr wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Da tausche ich mich gerne mit euch aus und spiele mit euch. Link in der Videobeschreibung. Bis denn dann, mein Name ist Pabur und ich wünsche euch noch eine gute Fahrt.